Jolo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends. Ja, ich weiß schon wieder mit Kind, aber du hast überhaupt kein Champion, du spielst ja das Gleiche. Der Champion ist erst gerade rausgekommen. Neu. Technisch gesehen, für mich zumindest. Und von daher, weil die letzte Runde auch so mega scheiße war, einfach nur, habe ich mir gedacht, zocken wir es einfach nochmal. Oh, ich habe einen richtig schlechten Pull bekommen. Da war der gestern besser. Naja, egal. Ja, dass ich halt auf jeden Fall jetzt nochmal zocke und einfach drauf hoffe, dass man eine bessere Runde hat mit einer Botlane, die nicht einen 0-10 Support am Ende hat. Wo man allein wegen dem Support schon einfach nur surrendern möchte. Naja, schauen wir mal. Ja, der Pull war echt ziemlich scheiße. Also gut, der eine Heiltrank läuft zwar noch, aber der Pull war echt nicht so geil. Fuck, ich hab nicht drauf geachtet. Ja, dammit. Mal schauen, ob die jetzt wieder so einen Kack-Jungler haben, der instant die Crap macht, ey, holy shit. Nee, Botlane war das ja. Oh, ne Witz, was war denn da bei denen los? Die haben die Crap schneller gemacht, als ich mit dem Jungle Camp, also mit, als ich mit zwei Jungle Camps durch war. Sprich, im Endeffekt instant, nachdem sie gespawnt ist. Aber die Crap ist halt super zum Hochheilen einfach, ne? Gestern schon gemerkt, dass es einfach nur übelst extrem ist. Da doch theoretisch mal eine Early Gank hier starten, oder? Ah, ne, die wissen genau, ich glaube. Ja, bringt nichts, außer er landet. Oh, was haben wir denn da Schönes? Einen gelandeten Hook. Ja, das kann man doch mal machen. Und da ist auch First Blood secured. Na gut, mehr geht nicht, sagt der. Oh! Nein, nein, nein. Nein! Scheiße! Ich dachte mir schon, dass es nicht reicht, aber ich habe es trotzdem noch probiert. Ja, fuck, ey. Oida, wie episch wird das jetzt bitte gewesen. Double Kill und wir wären alle rausgekommen. Ja, aber der Tower. Alter, der Tower. Ich glaube, der Tower hat insgesamt mehr Schaden gemacht als Leona und Kog'Maw zusammen. Naja, was heißt, ich glaube es. Der hat mehr Schaden gemacht als die beiden zusammen. Wayne, glaube ich, 55 und mir wahrscheinlich auch so 40% des Lebens. Aber geil fand ich es, wie Wayne einfach nicht gestorben ist. Ich glaube, sie hat noch geheilt, ja, genau. Die eher voll gefressen, da dachte ich mir schon, wie kann die noch leben? Aber egal, wir haben das First Blood und vor allem ist Wayne jetzt noch auf der Lane und Kog'Maw eben nicht. Also ich verliere die nochmal so viel CS und dann ist leider Warwick gestorben. Weiß ich allerdings nicht, wie das passiert ist. Anscheinend nicht durch den Gank, weil Shyvana hat keinen Assist. Naja. Ja, egal, was ich jetzt gestern, weil das Game so schnell vorüber war, gar nicht mehr zur Sprache bringen konnte. What the fuck, die hat die Solo killed? Was zum Geier? Oh. Das ist Level 5? Was ist hier nur los? Fuck. Ja, hätte ja sein können, dass sie nach oben kommt, aber da die Level 5 ist ja hier ehrlich gesagt eh nicht so viel Lust, die zu facen, weil sie hat auch Red Buff und gut, ich meine, okay, sie war fast tot, aber naja, Level 5, 2 Level Advantage. Ihre Q tut schon ganz schön weh, also hat jetzt nicht so viel Lust drauf, aber eventuell kann ich den Blue Buff stehlen. Ah, sie hat mit Blue Buff angefangen. Was ist das denn für eine Hure? Welche Shyvana fängt bei Croc an? Macht mir doch die Golems. Die hat doch nicht mal Mana. Was bringt dir der Blue Buff so early? Na egal. Schauen wir mal, vielleicht Top Lane. Wenn ich gewartet hatte, ist er jetzt auf jeden Fall tot. Ah, Warwick ist glaube ich tot. Ich hasse es, ey. Immer wenn ich ganken komme, kommt eine Minion Wave. Geh doch nicht. Oh. Der Glück gehabt. Warum habe ich hier die Minions gesmited? Ich war doch gar nicht der, wo steht. Erstmal die Minions smiten, um hier zu bekommen, wenn man Full Life ist. Botlane geht fett die Action ab. Mann, was ein intensives Game. Schon 5-4 und es sind noch keine 5 Minuten. Also zumindest Spielzeit sind erst 4 Minuten. Das Vorgeplänkel von 1 bis 55. Von 0 bis 1,55 nicht mitzählt, dann sind das jetzt 4 Minuten. Geht schon ganz gut ab, ja. Vor allem, wie einfach jeder involviert ist. Nur Annie hat keine Kills und keine Assists, genauso wie Xerath. Aber dafür hat Annie einen Tod und Xerath hat gar nichts. Der Langweiler ist der AFK? Ach, der ist AFK, allo. Deswegen war die Level 5, die war Midlane. Ich bin auch so ein Lappen, ey, dass man sowas nicht mitbekommt. Er wundert es mich aber trotzdem, dass sie beide Buffs gemacht hat, Level 5 war und Annie gekillt hat und das alles. Ja gut, okay, ich war ja Botlane auch eine ganze Weile eigentlich und dann war ich tot und bin Red Buff. Ja gut, okay, war schon einiges an Zeit. Aber trotzdem war das ziemlich heftig. Aber da wundert es mich noch mehr, wie sie killen konnte.
Oh, bitte mach nicht die Crab. Ich nie. Ich brauche die. Sehen das eigentlich meine Teammates? Ehrlich gesagt, ich habe noch nie eine Kindred im Team gehabt. Ich habe sie immer nur selber gespielt. Oh fuck, einer meiner Pfeile ist auf den schwulen Dragon gegangen. Wäre jetzt so richtig geil gewesen, wenn er sie jetzt einfach geklaut hätte. Das ist ein richtiger Wurmsohn. Na, wobei, ich muss noch kurz... Na egal, jetzt ist schon verkackt. Jetzt müssen sie schon was bekommen. Aber wir sollten keine Flashes haben und auch kein Heal. Also das sollte eigentlich... Ja, fuck it. Sorry, sorry, boys. Oh, Tibbers tankt den Tower. Nein! Oh, nice. Oh, ich habe den Minion angegriffen. Oh, my bad. Sorry. Bros. Yeah. Nice, 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 nice. Ja, das taugt mir schon, das Game. Das taugt mir schon viel mehr, viel eher als das andere. Also das Warwick verkackt, das taugt mir nicht so. Naja. Oh, Xerath ist Level 2. Ah, jetzt bräuchte ich einen Red Buff, damit ich einen Safe bekomme. Jetzt hat er halt noch Flash und Läuterung hatte. Oh, okay, den kriege ich nicht. Na, ich kann es ja wenigstens probieren. Wenigstens probieren, den Flash zu bekommen. Ah, hat geflasht. Ups. Jeraf. Also eigentlich ein Free-Kill-Fanny. Ja, wobei er hat noch Leute. Kann er den Stun wegmachen. Er ist Level 3 eigentlich, sobald sie wieder Tibbers hat. Easy peasy. Ja, ich habe halt jetzt auch leider keinen Mana. Ich glaube, ich gehe jetzt auch back. Eventuell noch probieren, den Croc zu bekommen. Blue Buff ist da. Oh. Als hätte er es gerochen, Mann. Was ist los, bitte? Wie? Halt die Fresse, Mann. Als hätte es gerochen. Oder sehen das die Gegner auch? Nicht, ne? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Weil ich habe einmal gegen Kindred gespielt und sonst... Ich habe sie halt immer selbst gepickt. Deswegen hatte ich jetzt nicht so viel Erfahrung, gegen die zu spielen. Oder nicht mit ihr zu spielen. Immer nur selbst oder gar nicht. Wenn ich sie selbst nicht gespielt habe, war sie gebannt. Ich bin lustigerweise auch immer First Pick. Oder Second Pick. Also, dass ich, also ich bin auf jeden Fall immer bei den ersten beiden Pickenden dabei. Je nach Team halt. Teamfarbe. Und ja, da habe ich halt immer die Chance, die auch zu picken. Sind jetzt gar nicht gefällt, dass ich Botlane jetzt... naja, gut, okay, es geht noch. Aber die kriegen langsam ein bisschen aufs Maul. Ich bin hier, Annie. Ich beschütze dich. Ich muss jetzt unbedingt mal back. Ich kaufe schon wieder keinen Room, Dave. Das ist schlecht. Das ist richtig dumm einfach nur. So, und sie hat Xerath gekillt. Und er hat immer noch kein Flash. Also einmal müssten wir ihn noch killen, dann passt es. Dann haben wir es ausgenutzt, dass er nicht da war. Ja, genau. Naja, ach ja, genau, was ich euch noch erzählen wollte. Ja, das Game ist so intensiv, ohne Witz, da kommt mir gar nichts zum Erzählen hier. Ja, ich habe das ein oder andere Zerwente mitbekommen, der mich im Messenger hat. Auch wenn ich mittlerweile glaube, dass hier von meinem Zuschauern oder von meinem Messenger irgendwie niemand mehr Zuschauer ist, keine Ahnung. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht mal wieder alle löschen soll, die ich nicht, wo ich wirklich keine Ahnung habe, wer das ist. Also wo ich wirklich... Einfach nur denke, Alter, wer zum Fick ist das einfach nur? Also wo ich mir auch sicher bin, dass es kein Zustand, wo ich mir sicher bin, dass es nicht mal ein Deutscher ist halt. Also solche Leute habe ich mir vorgenommen, mal wieder zu löschen. Das sind bestimmt wieder 30, die sich da angesammelt haben. Also random Ads, wo ich immer gedacht habe, das wäre ein Zuschauer, dann war es überhaupt keiner oder sowas. In der Richtung halt. Genau. Da muss ich dann mal schauen, dass ich dann noch ein paar Leute loswerde eventuell. Und dann hat sich das wieder. Naja, jedenfalls, ich war ja Gold 2, mal wieder kurzzeitig. Und warum wurde mir jetzt vorsichtig gepinkt? Will sie ihn jetzt nicht haben, oder was? Jetzt hat jemand unterwegs gepinkt? Oh! Okay. Hä? Hä? Wie hat sie es geschafft, in den Jungle zu kommen? Ich habe doch das Ding zerstört. Wieso wurde die nicht gespottet? Ding zerstört. Ich meine, ich habe den... Ich meine, ich habe die Wölfe gesmited. Oh, Leute. Hat sogar Läuterung gemacht, aber hat nichts gemacht. Well played, meine Buddies. Sieht mir jetzt aber nicht so well played nach. Oh, fuck it.
Oh, sorry. Ja, kann jetzt auch nichts dafür. Vor allem, die ist jetzt auch wieder weg, Mann, Alter. Ich verschwende hier gerade so ultra viel Zeit einfach nur. Meine Güte. Ja, die Shyvana ist halt übelst gefeedet, weil die die ganzen Farmen auf der Midlane bekommen hat. Level geflasht jetzt auch noch für den Kill. Also ja. Ist halt blöd. Ja, jedenfalls, ich war Gold 2. Bin jetzt wieder Gold 3 und jetzt habe ich sogar nur noch 40 Punkte. Das Ding ist, jedes Mal in der Promo fangen meine Teammates an zu trollen. Ich meine, gut, das ist jetzt nichts Besonderes, das ist bei jedem so. Ich meine, das ist League of Legends. Ich meine, was reden wir hier bitte? Ich habe noch überhaupt nicht top gegankt, ne? Also einmal, aber da ist er Warwick. Ah ne, da ist er gar nicht gestorben, stimmt. Ja, ich komme schon. Ja, der hat einen Pink Ward, das heißt, der hat auch safe einen normalen Ward gekauft. Ja, wow, GG. Best Gank EU West. Warum steht der da an Ward? Geht die mir auf die Eier, diese Shyvana, Alter. Nice one. Ich sollte vielleicht aufhören, die Kills zu nehmen, weil so eine gefiedelte Annie ist auf jeden Fall sinnvoller als eine gefiedelte Kindred. Weil ehrlich gesagt, so richtig hammerhart gefiedelt war ich tatsächlich noch nie. Ich glaube, das Beste waren 11 Kills, aber das war auch Minute 40 oder so, wo 11 Kills jetzt nicht wirklich gefeedelt sind. Also gut, okay, 11 Kills sind immer ein Stück weit gefeedelt, aber ich meine jetzt so richtig heftig. Warwick hat Ulti, lass die ficken, Boy. Ihn, meine ich natürlich. Dead Ult einfach. Jetzt Ult doch, Mann. Warum ultet der denn nicht? Warum ultet dieser Vollidiot nicht? Man will ja mich verarschen. Ach, nee. Echt nicht. Er ist so behindert, ich hätte meine Ulti anmachen sollen. Naja, aber dann wäre er auch nicht gestorben. Ja, dann war behindert, den nachzulaufen. Wer war noch in seinem Rage-Modus, der macht dann noch mehr Schaden. Ja, man kann sich ja halt doch echt einfach selbst ins Knie ficken. Und in dem Fall, da habe ich mich auch ins Knie gefickt. Ja, wobei, ganz ehrlich, dann machen wir es anders. Dann kaufe ich erstmal die Boots hier. Dann kaufe ich auch noch gleich Heimwacht. Ja, aber trotzdem, warum hat er nicht geultet? Ich meine, ich überlege, ob Mana gereicht hätte, aber eigentlich schon, er hatte so viel Mana, er hatte mindestens 100. Ich glaube, die Ulti kostet nicht mal 100. Also ohne Schild, ich check's halt einfach nicht. Das war, und er hat jetzt seine Q noch gemacht, also selbst wenn er danach das Mana nicht mehr hatte, davor hat er es auf jeden Fall. Und warum nicht einfach ulten? Vor allem, ich habe den Tower 2 Shots dann getankt, dadurch habe ich auch mein gesamtes Leben verloren. Ja, er hätte easy ulten können, während ich noch die Tower Shots abbekommen habe. Und dann hätten wir ihn einfach zu zweit ficken können. Dann hätte er kurz die Tower Agro nehmen können, dann ich, so wie wir es auch gemacht haben, aber dann wäre halt er gestorben und in dem Szenario bin halt ich gestorben. Gut, das hätte nicht unbedingt sein müssen, wie gesagt, aber naja. Ich meine, ich dachte doch irgendwie, dass der Teammate da mithilft und ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, warum man Warwick Ulti nicht einsetzt, wenn man ihn schon Toplane spielt. Ich weiß ja nicht, auf was er da gewartet hat. Auf die wölfische Erleuchtung. Deadhook. Ja, markiert muss ich wieder, ne? Ja, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Rumble wäre eigentlich gar nicht mal so dumm, weil ich meine, man hat trotzdem schon öfter mal zumindest die Gelegenheit bekommen, den mal zu ficken, aber ja. Hat dann nicht so ganz geklappt. AD Carry ist eigentlich nicht verkehrt. Eigentlich. Aber ich weiß auch nicht. Ja, mal die Crap. I need that money, oh, money. Oder ich mach nicht die Crap. Alter, die ist Level 11, Mann, die ist so hart gefeedet und jetzt hat sie geultet. Warum chasen die die? Das ist Leona und Shyvana, warum chasen? Naja, sie hat Double Buff. Ich wollte gerade nachschauen, ob der Red Buff da ist. Danke für die 30 Gold, Leona.
macht Spaß, mit dir Geschäfte zu machen. Danke für die 60 Gold, Leone. Du bist echt freundlich heute, Leone. No, oh, Warwick hat eine Ulti gemacht. Scheiß mir in die Nase. Fuck it. Ich hab keine Lust. Er pull sie am besten noch direkt in mein Gesicht. Ja, nee, ich verpiss mich da jetzt. Sieht wie immer arschig aus, aber ganz ehrlich. Oh, sie haben sogar einen Kill gemacht. Ja, ganz ehrlich, ich bin einfach jemand, ich back halt lieber mal off. Mit Lowlife. Wenn es so weitergeht, kann ich sogar noch was machen. Na, ja, oder auch nicht. Ja, aber ich war low. Zu 99%iger Wahrscheinlichkeit wäre ich auch gestorben. Ohne noch ein Kill zu machen. Ist eh überraschend, wie viele Kills die gemacht haben. Ich glaube, es war sogar 3 für 2, ne? Ja, war es auch. Also. Sogar noch übelst gut weggekommen dafür, dass es eigentlich mega behindert war, den nicht einfach wegzubringen. Naja. Ich glaube, ich habe die Story immer noch nicht zu Ende erzählt. Also, ich war jetzt Gold 2, bin wieder abgestiegen, war mehrmals in der Promo zu Gold 3 und wieder zu Gold 2. Und jetzt bin ich halt mittlerweile bei 40 Punkten angekommen. Gut, liegt vielleicht einerseits daran, dass ich einfach nicht aufhöre, Kindred zu spielen. Ja, sorry, aber macht er denn übelst Bock und keine Ahnung. So viel Bock hatte ich schon lange mit keinem Champion mehr. Elise macht übelst Bock, aber die habe jetzt so viel gezockt, die macht das, haben sie auch keine Laune mehr. Also schon noch, aber ich meine, die habe ich jetzt echt zu oft gespielt. Und ich meine, gut, Kindred jetzt technisch gesehen auch. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, die 10, der zweistellige Bereich rückt bald näher an Games. Aber verhältnismäßig halt noch extrem wenig. Ich meine, wie oft habe ich schon Elise gezockt? 200 Mal, seit ich neu spiele. Die ist ja schon relativ alt. Ja, und Kindred jetzt eben insgesamt erst 10 Mal. Das ist halt trotzdem noch der Unterschied. Oh fuck, ich glaube, das schaffe ich nicht. Oh doch, easy peasy. Outplayed. Ich habe den Golem outplayed. So. Ne, ich weiß, Dragon, aber. Mit der HP hätte ich da jetzt eh nichts machen können. So, mal ein bisschen live. Und zum Chasen ist Phage nice mit ihr, wegen der Kuh. Jo. Schauen wir mal, ob wir da jetzt mal in der Mitte was reißen können. Ich hoffe mal, die warten jetzt auch, bis wir da sind. Oder bis ich da bin. Das ist sogar Dragon 5 Grad. Wäre sogar ziemlich behindert, wenn sie jetzt fighten würden. Machen sie auch nicht. Ja. Oh, bin voll reingesprungen. My bad. Ich habe noch keinen Lifesteal, leider. Also richtig. Nur von der W. Was ich halt krass finde, ist der Cooldown von der Q, wenn man die W nicht anhat. Ja. Das ist ziemlich heftig. Also gut, okay, 2 Sekunden ist vielleicht auch ein bisschen heftig, aber ich meine, man hätte ja auch so ein Mittelding finden können, dass es einfach 4 Sekunden sind. Keine Ahnung. Ja, ich finde halt 8 Sekunden ist schon krass. Ihr müsst halt mal einen Hook treffen, aber jetzt geht die E weg. Aua. Ja, hier mit übelst den krassen Poke mit Kogmark, Serat. Okay, Rumble jetzt überhaupt nicht. Aber ja, Kogmark, Serat. Ah, Junge, Mann! Der Kerl ist so schlecht im Aimen und ich springe jedes Mal rein. Ist halt einfach, wenn du erwartest, dass dein Gegner gut spielt, aber er halt einfach richtig scheiße ist. Das ist das Problem. Jetzt ist das der Tower aber gleich down. Ja, wobei einmal können wir noch. Einmal können wir noch. Au, ey! Heal rausballern. Boys. Ich weiß, die Ulti war richtig scheiße. Wobei, theoretisch, wenn durch Kog'Maw jemand gestorben wäre, also theoretisch gestorben wäre, halt durch die Ulti dann eben nicht, ja, aber das hat ja jeder überlebt. Das ist ja nur 10%. Eigentlich ist die Ulti richtig behindert. Wenn man es zu früh macht, dann bringt sie nichts. Und, also gut, der Heal schon, aber dann hebt man auch die Gegner. Oh fuck, sollte er Rumble sagen. Wieso krieg ich den Kill, Mann? So viel Schaden machen meine Autotext überhaupt nicht. Übertreibt noch nicht, Riot. Garmis. Bitte Garmis. Oh, ich sehe gerade, ich habe erst 3 Stacks in 20. Minute. Hoho, da werde ich wohl meine eigenen Linien untreu. Fuck it. Was soll denn der Scheiß, Alter?
Ohne Witz. What the fuck, Alter. Dann nimm das Rave Camp auch, als so eine Scheiße zu machen. Das hast du gut erkannt, Dr. Professor Warwick, League of Legends Pro. Solange der Warwick Fulltank geht und immer auf Xerath Kog'Maw ultet, dürften wir eigentlich kein Problem haben, weil Annie kann dann instant noch in Tibbersen, also Annie kann ihn einfach killen, denjenigen, der ultet. Und ja, ich meine, wir sind halt dann auch noch dabei, also irgendwo was machen wir dann auch noch. Aber wir haben halt Wayne, im Endeffekt Doppel AD Carry, also ja. Ja, Kog'Maw wäre sogar wichtiger eigentlich sogar noch. Aber wenn der in der Backline zu weit hinten steht, der bombt unser ganzes Team kaputt und wir sehen den nicht mal mit seiner krassen Range. Dead Attack Speed. Chiu. Chiu. Ja, das macht er echt. Ich finde, die macht einfach nur so Bock. Vor allem macht die halt PvE so viel Bock. Ich finde, PvP ist der Jump gar nicht mal so geil, weil du musst ja in der W drin bleiben, um den öfter zu aktivieren. Oder halt mit der Passiven geht das ja auch, aber mit der Passiven, keine Ahnung, das checke ich irgendwie nicht so ganz. Wann man da immer den verkürzten Cooldown hat, aber ja. Ist schon nice. So, zum Zirkeln. Junge. Nein! Oh, lol, mein Ender Pfeil hat sogar getroffen. Freue ich mich aber ein bisschen wie. Der hätte eigentlich niemals treffen dürfen. Die Range davon ist ja doch trotzdem ziemlich klein. Ich will zumindest ein Assist. Was soll die Scheiße, Mann? Oh Mann, jetzt kann ich mir echt ein bisschen verarscht, Mann. Ich wollte nur ein Assist haben und nehme schon wieder den Kill. Na gut, 5 sind jetzt nicht so viel, aber naja, doch, eigentlich irgendwie schon. Jetzt sich meine Ulti jetzt auch noch nicht gelohnt. Das sind wirklich diese 10%, das ist extrem wenig. Man denkt sich so 10%, ja. Das ist eigentlich schon viel bei 1300, aber das ist halt gar nichts. Das ist wirklich dieses letzte Zipfelchen Leben, ist es immer nur. Ich habe das am Anfang übelst überschätzt, meine Ulti dann voll früh gemacht und dann hat sie niemandem was gebracht. Dann hat sie meistens dann noch die Gegner geheilt. Na klar, dass hier ein Wort steht. Oh. Get wrecked, Roni. Can't catch me. So nice. Wenn man gar nicht mal so schnell ist dabei. Ah, ich habe noch Slow Reduction von den Hermes Boots. Oh, da macht der Warwick. Was zum Teufel macht der Kerl da? Oh, mein Runeglaive ist fertig. Nice. Ah, 25. Minute. Told you. Nice. Sie hätte ihn gekillt, wenn er, ihn jetzt, wenn er sie jetzt nicht gehuckt hätte. Wenn Warwick sie jetzt nicht gehuckt hätte. Oh, da hat wohl jemand jetzt erst gewollt. Aua. Ah. Nein. Fuck. Aua. Aber natürlich nur gebaitet, damit sie ihn jetzt gehen können. Fuck. Jetzt kann ich da nicht mehr hin. Aber ich würde noch so gerne ulten. Komm schon. Give it to me, Junge. Kannst mich wohl nicht killen, ne? Der 10% Bitch. 10 fucking Prozent. Bitch. Oh, wir sollten uns verpissen, wenn Shyvana kommt. Das ist Schicht im Schacht und die hat Heimwacht. Lieber den Drake machen. Ja, und da kommt sie schon. Jetzt dachte ich gerade, die haben da oben auch schon gewartet, weil diese Zielstrebe hier auf den Busch hingelaufen ist, wo wir drin standen. Aber nein, natürlich nicht. Ja, ich bin relativ gut gefeedet. Mit 5, 2, 11 hat man schon ganz gut Kohle. Ja,
Geht schon. Haben die eigentlich einen Drake? Ja, genau, die haben einen. Ja, aber auch nur einen. Ja, ist auf jeden Fall besser als das letzte Game. Erstens schon mal mein Team nicht scheiße ist und zweitens war schon mal niemand flamed. Und wir können einfach mal 0, 25 Milliarden, 1000 Trash im Team haben. Aber wie gesagt, der Champ macht... Also ich finde, der macht so ultra viel Bock. Deswegen habe ich mir auch... Ach ja, genau, das ist Story Nummer 2. Hätte ich mir jetzt eigentlich für die nächste Folge aufsparen können, hätte ich dreimal was Neues erzählt. Was selten passiert bei LoL, weil es immer das gleiche Spiel ist, seit über 200 Folgen. Ach ja, ein Ding ist noch einer für alles da, aber das hat eigentlich jeder mitbekommen, der das Spiel aktiv spielt. Nee, und zwar die Sache, dass ich jetzt wieder reingecasht habe tatsächlich, weil ihr merkt, ich habe den Skin und nein, den hat mir niemand donated. Den habe ich mir tatsächlich selber gekauft und ja, ich habe mal wieder reingecasht. Das letzte Mal Anfang des Jahres, ich glaube März, vor 7 Monaten das letzte Mal, also ziemlich krass eigentlich sogar. Ja, ich habe es wirklich lange ausgehalten, weil es kamen richtig geile Skins raus. Wo ich mir echt gedacht habe, Alter, fuck it, ich stehe kurz davor, da wieder rein zu cashen. Verstehe ich jetzt aber auch nicht, warum die Annie da ins Gefäß checkt hat. Ich würde gerne den Kopf mal töten, aber er wird von mehreren Leuten protected. Oh, was haben wir denn da Schönes? Da haben wir doch einen Xerath, der sterben möchte. Sag mal, Wayne, bist du irgendwie geistig nicht ganz anwesend? Die farmt da, während hinter ihr Dings rumläuft, Leone. Läuft bei ihr. Soll ich jetzt einen richtig greedy Flashplay machen? Und ich mach den richtig greedy Flashplay. Und ich mach den richtig greedy Sterbeplay. Fuck it. Buff. 8-3. Ja, aber das geht noch voll klar. Es ist noch voll im Bild ist das noch. Ja, ich kaufe mir gern Frosthammer, falls das Spiel auch mal lang genug dauert, dass ich da hinkomme. Nach Trinity. Schlicht und einfach aus dem Grund, dass man dann sau viel HP hat, zusätzlich mit Trinity, weil Trinity gibt ja auch schon mal 250 und dann kriegt man dann nochmal 700. Plus man kriegt noch einen Slow, also man selbst wird schneller, wenn man angreift und slowt den Gegner, wenn man angreift. Das ist die ultimative Wombo-Kombo als Kindred, finde ich. Man slowt und selbst wird schneller, also zum Kiten richtig, richtig nice. Jason meinte ich. Und ja, es ist einfach ultra nice. Jetzt mal kurz Bot, denn weil Wayne da irgendwie. Okay, fuck, sie hat es gesehen. Na, fuck, jetzt hat sie gesehen, dass ich da hingehe. Naja. Ja, und letzte Seite variiere ich dann. Also, ich habe überlegt, was natürlich noch ultra Sinn machen würde, wäre sowas wie Hextrinker. Oder Stunden von meinem Morty. Oh, fuck. Shit. Ja, eins von den beiden. Beziehungsweise das gleiche Item. Ja, also die beiden halt. Ultra viel Sinn machen wird es schon, vorausgesetzt man hat kein Full Elite Gegnerteam. Aber ja, wäre auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, dass die sich mal healen. Und ja, wir können uns einfach... Nein! Yes. Nein, er lebt noch! Das kann nicht wahr sein, ich hätte ulten können, ich weiß, aber ich hab's verkackt. Nein! Fuck it, Alter. Das war schlecht. Wir haben ihn übelst die Kills geschenkt, haben wir sind solche Retards. Ja, ich habe nur noch blind auf den Kog'Maw geschaut. Ich habe nicht mitbekommen, dass ich von 4 Gegnern umzingelt wurde und mein ganzes Team gar nicht da war. Und Wayne habe ich auch nicht gerettet mit der Ulti. Ja, ich wollte den Kog'Maw töten und dann hielt der Pisser und dann kriege ich ihn mit dem Basic Attack. Ich glaube, ich flashte da auch noch. Ne, ihn trotzdem nicht bekommen. Also, was heißt trotzdem nicht bekommen? Also ich habe ihn nicht bekommen, weil er gehielt und geflasht hat und zu viel Shit gemacht hat. Ist aber ziemlich risky von denen jetzt probieren zu Baron zu machen. Wir sind trotzdem nur zu dritt und 2 Leute von uns leben auch noch und die sind ultra low. Also ihr Skill-Level ist nicht besonders hoch und sie selbst sind auch nicht besonders geil. So, direkt mal Kog'Maw markieren. Ich habe es nämlich jetzt glaube ich wieder schon gemacht. Keine Ahnung. Alter, dieser Kog'Maw, Mann, das kotzt so an. Das kotzt sogar an, wenn du nur zuschaust, ey. Wenn du gar nicht mal selbst mittendrin bist. Wortclearer, Kindred confirmed.
Nein, du stellst hier keine Wurzeln. Fucking Leona, Mann. Checkst du es nicht? Du stellst hier keine Wurzeln, Junge. Ich sagte, du stellst hier keine Wurzeln, Alter. Heilige Scheiße, man kapiert dies nicht. Scheiß die Wand dann. Ich glaube, ich hätte es gerade 300 Gold oder so durch Wards clearen bekommen. Wie sie mich killen wollen, um Baron zu machen, diese Pisse. Ja, wir haben überhaupt keine Wards, Mann. Was ist denn hier? Vision Control, Boys. Kauft mal eure fucking Trink. Niemand. Was sind das für Trinkets, Mann? Das sind Bronze-Trinkets. Alle haben noch das Gelbe und alle unupgradet. Das ist doch ein verfickter Witz, oder? Wo sind wir hier? Meine Fresse. Und ich spring wieder rein, Mann. Langsam fuckt's ab. Langsam fuckt's a little bit ab. Was guck mal, Banshees? OMG, wieso hat dieser Hub nicht connected? Wieso bin ich da weggejumpt? Ah, all diese Fragen. Ja, wir müssen schnell machen, Boys. Ja, das liebe ich auch, so Bandit Jump. Das sieht einfach nur so richtig geil aus. Liebe. Oh fuck, ja, wahnsinnig mit dumm. Wir haben den gerade vor dem Baron geschenkt, ja, er ist down. Ja, das war jetzt eventuell weniger klug. Nein, sie haben gekämpft. Das ist auch nicht so gut. 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 Boys, kommt in die Ulti. Come on. Ja, wir können finishen. Oh Mann, das hätte ein Quadra werden können. Na egal, ich habe 11, 4, 14, was will ich mehr? Ja, was ist passiert? Die hätten halt easy Baron machen können, ohne Witz. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass die alle so instant nach oben sind. Das war jetzt eigentlich wie so Worlds. Das eine Team geht so für Drake, nur das ist bei uns erst der dritte Drake, weil man hätte es eher verstanden, wenn es der fünfte wäre. Und das andere für Baron, aber dann machen die den gar nicht, warten da und verkacken es halt einfach. Ich meine, die haben unseren Support gekillt. Ja, call it worth, würde ich mal sagen. Vor allem Wayne, ich glaube Wayne war die erste, wo in den Busch reingelaufen ist und ist nicht gestorben. Also ich meine, da machst du dann glaube ich irgendwas falsch. Wenn du zu fünft Wayne face checken siehst, und, oder beziehungsweise du face checkst mit Wayne und killst sie nicht. Das ist schon ziemlich traurig, ja. Naja, egal, auf jeden Fall danke fürs Entscheiden, macht's gut, rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.